Hatte ich letztes Mal eigentlich jetzt schon erzählt, dass wir auf dem EGP-Server auch einen Weihnachtsbaum gebaut haben? Darf ich den anzünden, ne? Nee. Vor allem, wir haben voll kreativerweise, beziehungsweise ich wollte zuerst eine Sternstuppe oben als Dings oben auf dem Baum, ne? Als Dings, ja. Ja, als Dings, genau. Und dann habe ich den Stern versucht zu machen und währenddessen hat Cat versucht, Weif hinten dran zu machen. Schlussendlich meinte dann Rompe: Oh mein Gott, guckt euch das an! Es sieht aus wie die Enterprise! Was? Es sieht aus wie die Enterprise? Oh, wie cool! Das lassen wir! Haben wir eine Enterprise. Ja, stimmt, doch hattest du was erwähnt. Ja. Ich muss das Jetpack aufladen. Oh, hier habe ich einen Fehler gemacht. Warum ist hier? Gar nicht. Habe eine ganz böse Schlucht gefunden. Richtig tief. Tiefgründig. Aber volle Kanone. Ja, das mit dem Inventar ist jetzt irgendwie doof. Wahrscheinlich hast du das, was du gerade jetzt geladen hast als Inventar, irgendwann mal abgespeichert, weißt du? Ja, Und ich das ist wüsste nicht aber mal wie, weil irgendwas. hier hast du ja nur ein Load, aber kein Speichern. Das machen wir jetzt. Options. War eh aus irgendeinem passiert. Grund im Cheat-Modus, also nicht im Cheat-Modus, aber dass das alles angezeigt wird, das habe ich jetzt ausgestellt. Jetzt habe ich nämlich auch links kein Load-Gescheiße drin stehen. Jetzt kann ich da gar nicht mehr draufklicken. Ja. Ich glaube, jetzt brauchen wir auch keine Bäume mehr. Brauchen wir keine Bäume mehr? Darf ich die anderen noch abholzen, die hier Ja, drin wachsen abholzen sind? müssen wir sie schon. Brauche ich ja trotzdem. Also ich brauche schon noch Holz, aber dann brauche ich nicht mehr so viel Holz. Ich habe noch jede Menge. In unserer anderen Welt haben wir so arschlange nach Dschungel oder irgendwelchen anderen Biomen gesucht. Das war echt nicht mehr schön. Aber Schwarzeiche zum Ersaufen. Ist ja krass. Ach, Dschungel wird überbewertet. Ja, aber wir Schon wollten halt ein scheiße, bisschen Dschungelholz haben und, ne? Dafür haben wir halt jetzt sehr viel Schwarzeiche. Wirklich viel Schwarzeiche. Das gefühlte vier Schwarzeichen-Biome nebeneinander sozusagen. Warum ist da ein Loch im Boot? Wo ist ein Loch? Hier unten Ach so, bei das dem. Loch, ja, das ist Absicht. Scheiße. Schießschaden und so. Ah, okay, gut. Ach, ich bin doch mega scheiße. Warum? Ich wollte mein Chatpack aufladen, um die nächsten Bäume zu sammeln und oh. Baut sich eine Brücke ans Boot, dass sie rauf kann und merkt, dass sie ihr Chatpack nicht anhat. Wo ich jetzt doch gerade eben diese blöde Brücke abgebaut habe, die Ipoy schon dahin gebaut hat. Oder du, oder keine Ahnung. Nee, danke. Die Brücke an sich habe ich nicht gebaut. Nein, aber der Rest bis ans Schiff, meine ich. Da war gerade eben schon was. Das habe ich schon mal weggemacht. Ja, Zeit. Nee, vor allem, ich merke das schon auf der Altar. Habt ihr es gehört? Ja, was war das? Was denn? Ein Knaller. Wo wohnst denn du? Im Ghetto? Mitten Dass in die der jetzt noch Stadt. böllern? Ja, natürlich. Das ist sogar öfters, das da ging noch. Was wollte ich denn jetzt noch erzählen? Ach so, ich habe es auf der Mitte der Brücke schon gemerkt und dachte mir dann, ach egal. Bauen wir dann den Weg zum Schiff rauf und denk mir dann, ach, du brauchst es doch, um auf die Bäume zu kommen. Und zu den Knallern. Letztes Jahr war es ziemlich eklig, das war auch in irgendeiner Aufnahme. Da bin ich so erschrocken, dass ich mit der Maus ganz wild durch die Gegend gewackelt habe und absolut erstmal eine Minute gebraucht habe, um nochmal runterzukommen, weil das mega laut war. Ich kann dir noch was Krasseres erzählen. Das war zwar kein Büller. Aber das war ein ziemlich starkes Gewitter vor ein paar Jahren.
Dann hat eine Straße weiter der Blitz eingeschlagen und für uns klang das in etwa so, als ob in der Etage drunter im Flur eine Bombe explodiert wäre. Ja, ohne Scheiß, das war nicht schön. Das ist. Wir haben ziemlich das Feuerwehr-Gedingszeit gewesen. Ja, schön für den Creeper. Also in unserem Ursprungshaus. Da ist nicht genug Licht drin. Naja, der will halt auch nicht nass werden, wenn es regnet. Ja, natürlich. Ist verständlich. Möchtest du draußen im Regen stehen? Nee. Das Schlimme ist an den Böllern, wenn es denn nach oder vor Silvester ist, dann sind diese einzelnen Megalauten und nicht diese. Die sind ja auch nur zum Trollen und Nerven und Stören. Also, das braucht. Ja. Also ihr zwei Creeper da unten habt Spaß, ne? Hey, da. Zwei Creeper allein im Wald, in der Höhle. Wie unanständig. Ha! Gaddy! Was? Klar hab ich das. Warte. Ich muss es suchen. Können wir vielleicht mal da hochgehen, ob da was ist? Natürlich ist der Gag natürlich, bis ich das gefunden habe, längst weg, ne? Ja, das nehmen wir dann nochmal auf. Sag Bescheid, wenn du es gefunden hast. So machen wir ich das. Ich hab's, ja. Nee, also diese zwei Creeper da in der Höhle, ja. Ich glaube, Blaze spielt mit dem Creeper. Oder er geht aufs Klo. Was wird's denn? Ja, oder er ist schwanger. Nee. Wir haben kein Licht mehr. Habt ihr gehört, was ich gesagt habe, oder habe ich es zu leise gesagt? War zu leise. Gut, dann ist auch gut. Ich werde die Aufnahme nachher dann laut drehen. Haben ja gefurzt, das hast du gesagt. Nee. Jetzt habe ich 5 Bäume auf dem Dings. Oh Mann. Ich habe mich gerade noch dazu entschieden, das Feld nochmal einmal neu abzufahren. Und dann komme ich aufs Schiff. Naja, ich bin nur gerade so voll am Überlegen, ob ich die blöden Masten dann hinmachen muss. Auch wieder was, ne? Hier war ich doch auch schon mal. Das ist nicht schön. Jetzt hat es sich angehört wie Bulli aus Raumschiff Surprise. Naja. Das könnte er besser. Ja gut, das stimmt auch wieder. Ja, der eine Baum hier ist ja schon mal gar nicht so schlecht gewachsen. Den nehme ich gleich so her, muss nur die Blätter loswerden. Oh ja, da haben wir uns. Ach so, du nimmst die Bäume dann. Auch cool. Ja, weil wir gleich da sind. Gute Idee. Das sieht auch gleich wieder besamt aus. Aha, aha, aha. Wait, David. Weiß nicht. Sie ist nicht eine Frau. Wer Beet besam ich es? Du das. Aufhören damit. Okay, weiter geht's. Toll. Das hätte jetzt so schön gepasst, aber nein. Das, wenn du das schon gerade da hast, die App, da gibt's auch irgendwo einen Murloc. Ja, den hatte ich gerade da und dann ging's also nicht.
Da ist Kohle. War das bei dir eher wie so ein abgesoffener Ja, ja, mittlerweile sollte es auch nicht mehr nach... Ja. Mittlerweile sollte es auch nicht mehr nach Mörlock klingen, aber egal. Viel Hearthstone gespielt. So. Ich glaube, jetzt seit einer Stunde in der Höhle rum, ne? Ich glaube, das schreit danach, dass wir dir helfen müssen. Nö. Wie gesagt, ich bin eh hier verloren. Hamster, suchen wir uns eine eigene Höhle? Ich habe Lust, mir eine Höhle zu suchen. Ich kann dir eine Höhle anbieten. Nee, ja, können wir machen. Das klingt jetzt irgendwie... Ja, das sollte so klingen. Tut mir leid. Welche sollen denn stehen bleiben? Keiner außer dem, an dem ich gerade schon rumwurschtel. Okay, dann mache ich die anderen weg. Ja, mach sie weg. Hau sie um. Wobei, eigentlich würde ja Fichtenholz besser aussehen, aber egal. Das ist ein Dschungelboot, weil... Dschungelbusch. Ich hätte auch noch Fichtenholz im Angebot, das ist nicht... Ich mag jetzt aber nicht. Als Thema... Fällt mir gerade mal was ein. Stellt euch vor, wie es wäre, wenn Fee und ich Kinder bekommen würden. Das muss ich jetzt erstmal durch den Kopf gehen lassen. Und dazu sage ich nur. Ja, aber muss ich mir mal vorstellen, solche kleinen, fälligen, roten Hamster mit Feenflügeln. Ja. Was die dann kommt pupsen? Die dann pupsen. Sowas kommt bei einer abendlichen TS-Runde raus, wenn man uns alleine lässt. Ja, ja. Wo geht's denn hier hin? Irgendwo hin, wo ich schon mal war. Aua. Ja, witzigerweise so ist, dass ich manchen Leuten auf den Geist gehe mit meiner Art, also mit diesem und vielen auf die Nerven geht mit diesem lauter sein und was alles. Ich bin auch laut. Ja, aber, ne? Gut, ich bin nicht Fee, aber ich bin laut. Meistens. Nicht immer, aber ich kann laut sein. Ja. Da darf ich nicht hin. Ich finde es gut, dass jeder so ist, wie er ist. Bam, kann man sich aussuchen, wie man mag. Ja, genau. Nee, dadurch, ich wollte jetzt nur erklären, wie wir überhaupt da drauf gekommen sind. Dann die wir beide dann in so in einer Person. More Ferkel, ich brauche more Ferkel. Was für Probleme eigentlich? Hat die epischste Musik ever. Wir müssen jetzt irgendwas Episches tun. Los, lasst uns auf den Tischen tanzen. Wup, wup, wup. Kamera, Kamera, Kamera. Sehen will, sehen will, sehen will. Und dann ziehen wir uns noch aus. Moment. Noch mehr Kamera. Hamster spricht nur für sich. Das ist ja gemein. Ja, die hat doch ihre Rüstung an. Ich meine nicht mehr. Oh, ich habe noch einen dunklen Gang gefunden. Einen dunklen Gang oder eine dunkle Höhle? Ups. Das war ein bisschen zu dumm gelaufen. Doch auf. Oh, ich bin voll gefressen. Ich bin voll gefressen. Und wo kommen wir raus? In der Sackgasse. Ach, Spiel. Höhle yep. Mag dich nicht, Monster mögen dich nicht, Spiel mag dich nicht, alles will dich einfach nur mobben. Das stimmt allerdings. Oh, Entschuldigung. Dann tut's mir leid, dann habe ich nicht gesagt. Beide mit dir. Das ist doch schön, wenn die Creeper Puff machen. Mach einen Puff auf? Nee, ja. Was hätte. Halt,
spielen da dann Let's Fetz. Let's Fetz. Sagt er, der Frosch und sprang in den Mixer. Ich weiß, das ist Sunnys Spruch. Let's Fetz uns selbst auseinander, weil Puff. Grab mich jetzt hier gleich nach oben. Das mache ich immer, wenn ich nicht mehr finde. Ja, aber über der Wüste sollte man ein bisschen aufpassen. Ja, das ist problematisch. Ich werde nie vergessen, wie ich in einer Wüste eigentlich nur Sand abgraben wollte und dann aber der Boden der Wüste nur ein Block Ding war, hoch war und darunter eine ewig tiefe Schlucht. Ich dachte, boah, wie fies das war. Richtig fies.